Hallo Leute, hier ist der Wolf Games in einem weiteren Wi-Fi Battle und ja, das ist erstmal ein Kampf, um zu testen, ob meine gecheateten Legis funktionieren. Und hat der liebe Mattes mir ein Team gegeben. Und es scheint zu funktionieren übrigens. Mein Gegner Kapu benutzt übrigens auch gecheatet in Anführungszeichen Legis aus meiner Liste. Und ja, das ist doch cool. Es scheint zu klappen. Ich habe ein Hyper-Offense-Team. Und meine Gegnerin anscheinend auch. Das ist interessant, interessant. Ja. Und dann werde ich nochmal liegen mit meinem Deoxys S. Wir haben beide den Deoxys S. Der schneller tauntet, der wird das vermutlich auch gewinnen, aber na, mal gucken. Ja. Es gibt zu sagen, danke mal, dass du mich ins Uber schleppst. Ja, hat mir das Team, wie ich gerade gesagt habe, gegeben. Ist ziemlich cool. Ist auch etwas erfolgreich im Uber. Ich weiß nicht, hat vermutlich keinen YouTube-Kanal oder so. Aber ja. Falls ihr übrigens etwas erfahren an einem Tier seid, dann könnt ihr mir auch irgendwelche Teams dazu geben und mir helfen, da reinzukommen. Bringt ja euch was und dem Tier was, aber das nur nebenbei. Und gut. Ich hätte vielleicht mal ihr Team aufschreiben sollen. Das wäre praktisch. Aber ich kann mein Team mal aufzählen. Ich habe ein Deoxys S, ein Arceus, Normal, E-Killer, Mega Salamence, Pidon, also Primal Groudon und zwei andere Mons, an die ich mich gerade nicht erinnern kann. Ah, Erzwinger. Ah, Erzwinger. Nice. Gut, gehen wir mal für den Speedtime. Ah ja, und da kann uns sehr nass. Ja, Verhöhner auf jeden Fall. Ich kann mal überlegen, was es vielleicht haben könnte. DOS, ich habe einen Kyogre gesehen, vermutlich. Ja, Primal, Groudon und, oh. Shaman Sky, ja, das ist dumm gelaufen, die Wunds. Der hat vermutlich einen Knockoff, aber, ja. Mir wurscht. Ich kann jetzt mal Rocks rauslegen, das wird wichtig sein. Vielleicht hat sie Ho-Oh, ich weiß es nicht genau. Hätte ich mir, wie gesagt, merken sollen. Aber das ist auch ein kleiner Testkampf. Und ich freue mich, dass es funktioniert, dass meine Set-Database da so toll ist. Falls ich das Video noch nicht hochgeladen habe, wird auf jeden Fall bald sein. Könnt ihr mal gucken, falls ihr Mons cheaten wollt. Es ist sehr, sehr cool. Ja. Gut. Und Abschlag. Nein, es ist der Speedtie. Aber ich kann jetzt immer meine schönen Rocks rausholen. Hihi. Tarnsteine. Jetzt hoffe ich, dass ich den Speedtail nochmal gewinne und auch Spikes rausholen kann. Das wäre cool. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht passieren wird, was doof wäre. Aber hey, wir werden sehen. Lagstachler wäre schon nice. Und ja, ich gewinne den Speedtail. Das heißt, ich kann auch eine Lagstachler rausholen. Perfekt. Und goodbye, Deoxys. Das war dann mein Suizidlied. Es hat gemacht, was es machen sollte. Das Ding taunten und alles. Oh, und der Föhner lässt nach. Das heißt, eine Lage werde ich erlauben müssen? Ich überlege gerade. Ich muss mal kurz nachgucken, wie schnell Darkrai ist. Sehr unprofessionell, ich weiß. Bitte, bitte. Ich muss mal das gerade nebenbei. Darkrai. Denn das Problem ist, ich bin mir nicht genau sicher, ob Darkrai schneller als ist als Shaymin Sky. Was natürlich sein könnte, Shaman Sky. Ich habe bei beiden nicht mehr wirklich den Speedwert im Kopf. Ich glaube, Darkrai wäre 125, aber sagt mir nicht, und Shaman Sky 121, aber ja. Ob es wirklich so ist, eine sehr gute Frage. Vielleicht ist Darkrai auch nur 115, das wäre natürlich doof für mich, aber es ist 125 und Shaman Sky ist 127. Ja, Mist nochmal. Aber ich kann die Chance nutzen und mich mit Mega Salamence setupen. Das machen wir nochmal. Hey ho. Mein Name ist Salamence und fällt mir was ein? Das ist eine interessante Frage. Habe ich meinem Mega Salamence Happiness gegeben? Es wäre praktisch, wenn ich es getan hätte. Aber ja. Na gut. Aber egal, ich habe Fassade, das sollte auch passen. Erstmal einen Drachentanz raushauen. Ach ja, Verhöhner. Auch nicht schlecht. Ich möchte aber Intimidate noch behalten, das heißt jetzt einfach Erdbeben ein. Sollte es trotzdem tut, KO, und falls nicht, dann ist es halt eben so.
Na gut, dann kriegt Capo halt eben auch Stealth Rocks und Spikes. Ist jetzt nicht so schlimm. Und ja, eben ist locker Intuit KO, perfekt. Und Stachler. Goodbye, Deoxys S. Na gut, haben wir beide quasi dieselbe Ausgangssituation, nur dass Capo etwas bessere Switch-Initiative jetzt hat. Aber gut, das sollte passen. Und mein Verhirne lässt nach, perfekt. Mal gucken, was sie machen wird. Vielleicht Kyogre reinholen, weil das den Eistra beherrscht, wer weiß. Wir werden sehen. Fällt mir auch vielleicht was gar nicht so klug, Salamence reinzuholen. Ich habe mir gedacht, ein freier Drachentanz wäre schön, aber ich habe natürlich Verhöhner vergessen. Ich hätte Darkrai reinholen können und dann einfach Dark Pulse einsetzen. Also ich hätte es auch nicht einschlafen können, aber hätte ich immer noch den Sash, den ich besitze, obwohl dann hätte sie genockt, aber ich glaube, na egal, ich hätte glaube ich weniger Hazards gehabt und alles, aber egal. Ich glaube gegen Ende ist es sowieso wurscht. Und bist du Primal Kyogre? Ah, nein, noch nicht mal. Okay, interessant. Was bist du denn für ein Kyogre? Ja, was ich auf jeden Fall machen werde, ist die Chance nutzen und in meinen Groudon wechseln. Denn das ist nämlich das schöne neue Primal Groudon. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall mir mal ansehen. Das Schöne ist, es überschreibt jetzt quasi den Niesel. Dann kann ich jetzt Steinpolitur einsetzen und Kyogre vermutlich sogar mit einer Abgrundsklinge ausnocken. Ich möchte zumindest hoffen, ich bin hart und ja. Das Schöne ist, Groudon ist quasi so ein ziemlich guter Kyogre-Check geworden, weil Wasserattacken quasi keinen Schaden machen. Und jetzt habe ich erstmal durch die Tarnsteinresistenz, bevor ich mich jetzt zurückentwickle in Primal Groudon. Boom! Ah, schön. Ich mag es. Das ist toll. Protomorphose. Ja, Endland und, tja, Niesel. Und Eistrahl, ja, wie zu erwarten, aber hey. Wow! Das, meine lieben Leute, war Wahlglas. Wow. Ja. Der Plan wird nicht funktionieren, kann ich schon mal sagen. Schade eigentlich. Aber, ja, dann muss ich Abgrundsklinge einsetzen und hoffen, dass ich schneller bin. Bin ich nicht, oh Gott. Ja, das war ein Fehler. Aber gut, ich habe auch nicht gedacht, dass Eistrahl so viel Schaden machen würde. Ich bin aber auch offensiv ausgelegt, also sollte ich mich vermutlich auch nicht wundern. Was mache ich jetzt dagegen? Das ist die Frage der Fragen. Vielleicht hätte ich mit Salamence einfach drin bleiben sollen, aber ich habe ja auch nicht Rückkehr. Das ist dann problematisch. Ich kann mich mit Xerneas jetzt boosten, aber er hat ja immer noch Primal Groudon und ich weiß nicht, ob ich ihn... Oh, das könnte ich mal kurz kalken. Das Interessante ist, ich habe die Kraftreserve Boden. Das heißt, vielleicht kann ich es ausnocken. Komm schon. Xerneas, so schlecht bist du nicht. Primal Groudon. Gut, und du hast die Hidden Power, Hidden Power Ground, ja, bei plus 1 natürlich nicht, aber bei plus 2 Modest, sieht's gar nicht so schlecht aus, das heißt, wir machen nochmal ein bisschen Setup. Ist so ein schöner Söhne, wow, der Ball, ah, nettes Event. Hey ho. Ich weiß aber nicht, was er noch hat. Vielleicht ist das jetzt schon Ende? Das wäre natürlich nice, aber mal gucken. Ich hoffe, wir sind schneller. Falls jetzt Max Speed Kyogre ist und ich glaube, bisher hat er nicht so viel Speed. Dann ist es halt doof. Aber ja, was will man machen? Wir werden einfach mal sehen. Und ja, ihr hört vermutlich, ich bin nicht so der erfahrenste Uber-Spieler. Ganz und gar nicht. Ich möchte aber auch eine Menge testen, deswegen. Ah, und schön. Bitte sei offensives Primal Groudon, das wäre jetzt das Beste. Aber einfach mal gucken. Und ist auf jeden Fall Primal Groudon. Hallo, sehen wir dich schon wieder? Na gut, das ist im Uber, glaube ich, auch keine Überraschung, einen Primal Groudon anzutreffen. Also wenn man sich da noch wundert, dann weiß ich auch nicht, aber gut. Hallo. Machen wir mal folgendes, Geokontrolle.
Saugen wir mal die Kraft auf, so schön in der Sonne. Zack. Saugen und bam. Energiekraut und... Tja. Plus 2 Everything. Zumindest fast Everything. Angriff und Defensive braucht aber auch keiner. Es wäre schön, wenn die Defensive geboostet wird, aber ich glaube, dann wäre Xerneas ist noch brokener, als es eigentlich schon ist. Also, Kraft selber Boden und gucken wir mal nach. Bist du offensiv? Das wäre jetzt schön. Komm schon. Sei offensiv. Sei offensiv. Für mich. Bitteschön. Komm. Es ist offensiv. Halleluja. Tja, dumm gelaufen. Tschüss. Tja, was hat sie jetzt gegen mein Xerneas? Bei plus 2. Das ist schön. Aber gut, das ist halt eben Ubers Match. Das sweept im Ende, gegen Ende, sowieso Rock Polish Groudon, Geomancy Xerneas oder E-Killer. So ist das eben. Oder irgendwie ein Chromain Arceus. Aber, ja. Auch gut. Mal gucken, was sie machen will. Ich glaube, da wird nicht viel kommen. Kyoko kommt rein. Da kann ich sogar mal meinen anderen Coverage Move einsetzen. Jetzt kommt eine schöne Niese und ich habe Donner, das heißt 100%iger Tod. Ich meine, Moonblast knockt sowieso aus, aber ich möchte den 100%igen Tod. Also kommt jetzt auch der 100%ige Tod. Donner! Und Badum! Goodbye. Ich muss sagen, das HO-Team gefällt mir, selbst wenn ich scheiße spiele. Gibt es immer noch irgendeinen Sweeper, der mir aus der Lage hilft. Es ist vermutlich ein gutes Team für Einsteiger und ja, Giratina wird auf jeden Fall keinen Moonblast überleben. Schade eigentlich, es ist vermutlich sogar Giratina mit Defog. Meine Güte. Es war nervig, das Ding als Save-Datei zu exportieren. Aber naja. Und Schattenstoß. Halleluja, wird das mich killen? Nein, mit Sicherheit nicht. Und Moonblast, aber ich kann schon mal Giratina aufschreiben. Hey, das gibt es ja noch. Giratina. Und auch tot. Was war denn das letzte Mon? Gucken wir mal nach. Es ist bestimmt interessant, jetzt so nach dem Kampf rauszufinden, was für Mons eigentlich dabei waren. Enchantment Sky, hallo. Oh, wie klein das ist. Oh. Ich möchte das Ding eigentlich gar nicht killen. Doch, aber ich möchte auf eine andere Weise killen. Nicht Moonblast, sondern mit dem Donner. Donner! Und tschüss. Ah, ich mag die Animation, die sieht super aus. Wenn sie jetzt sagt, ja, was ist, wenn Donner nicht killt und Moonblast nur killt? Ja, nee, ich glaube, plus 2 Donner, ich bin modest. Das sollte auf jeden Fall killen. Und jetzt kommt, Eweltal, da war ja was. Tja, der Kampf der zwei, X und Y Legis. Wer wird gewinnen? Ein plus 2 Xerneas oder ein Eweltal? Eine sehr gute Frage. Vielleicht killt ja, vielleicht ist es ja Choice Bandit Sucker Punch Eweltal mit einem Critical Hit und ich bin minus Defensive. Aber nein, das ist ein totes Eweltal. Goodbye. Und das war der Testkampf. Es war jetzt nicht so competitive, aber ja. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck von Uber bekommen und es war ein schöner Testkampf. GG Kapu und ja, Xerneas sweep the Uber. Nichts Neues. Und dann würde ich mal sagen, eine kleine Pause, denn ich muss ja noch den Gewinner rausfinden für das Pokémon. So, und gewonnen hat der mit dem Blunt. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Brigaron. Und ich glaube, ich werde erstmal die Gewinnspiele aussetzen lassen, weil im Moment habe ich nicht so viel Zeit, Sachen zu züchten. Und es gibt ja auch mittlerweile dann durch mich die Möglichkeit, die ganzen Pokémon dann eigentlich auch zu cheaten. Also zumindest die ganzen Smogon-Sets. Die muss man etwas ändern und dann funktioniert das auch. Also erstmal sind Gewinnspiele pausiert, aber vielleicht habe ich dann irgendwann nochmal Lust, Pokémon zu züchten. Und ab dann wird es vielleicht wieder Pokémon zum Verlosen geben. Aber erstmal nicht. Und ich würde erstmal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.